Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde vom Megaprojekt Pyramide im Minecraft Haukenland. Wir haben sie wieder fast zusammen. Die ganzen Solarpaneele, um ein neues High Voltage Solar Array zu bauen. Es müssten so anderthalb, zwei Stacks noch sein, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung hatte. Zwei, vier. Also gute zwei Stacks noch. Und die Maschine? Maschine ist bereit. Setzen wir das einfach mal auf an, weil da eh nicht so viel vorhanden ist. Und wir schon einen guten Stack machen können. Das kann erstmal laufen. Davon sind auch noch genug da. Was wir eventuell schon mal anschmeißen könnten, wäre die Fabrikation von Batterien. Die ist hier hinten. Wie sieht das? Da ist auch leer. Gut, dann können wir den Redstone schon mal einschalten. Und hier hinten die Batteriefabrik. Und ich glaube, Käbelchen wäre auch eine nice Sache. Die schmeißen wir dann auch schon mal an. Kann das hier ja schon mal alles ganz locker flockig warm laufen. Und dann im Anschluss, beziehungsweise während das hier vor sich hin operiert, können wir ja schon mal hingehen und unseren HV-Transformator bauen. Dafür brauchten wir auch einen Schaltkreis und dann noch zwei von diesen super isolierten Kabeln. Eins, zwei. Schaltkreis, da fehlt irgendwas. Fehlt da jetzt noch? HV, da. Zeig es mir. Ein Energiekristall. Also hier 7, 8. Ein Diamant. Da sollst du hin. Da mal rausnehmen. Hätte ich ja auch vorhin schon machen können. Fertig ist das Ding. Können wir da ja schon mal reinschmeißen. 2, 4, 6. Das ist jetzt fertig. Das ist sehr gut. Da der Sache vielleicht sogar schon etwas nachhelfen. Oder wir lassen das so laufen mit den Generatoren, weil wir ja eigentlich erstmal noch keine brauchen. Schnell ist es jetzt ja nicht.
sollten da die Sache vielleicht etwas beschleunigen. Etwas beschleunigen. So lange brauchen, bis die Motoren mal richtig angelaufen sind. Ich meine, dafür brauchen sie keine Energie, aber trotzdem. Irgendwie, bin ich eigentlich mal wieder zu leise? Kann das sein? Bin ich zu leise? Besser? Ja, jetzt ist es besser. Da vergnaddelt es immer so ein bisschen am Mischpult. Und dann bin ich auf einmal wieder leise. Das geht aber auch von heute auf morgen. Ich kann mir das nicht mehr länger angucken hier. Tja. Muss doch geschwindigkeitsmäßig noch was rauszuholen sein. Vergessen einzuschalten. Macht aber auch nichts. Immer hier noch genug. Ja. Noch sieht's gut aus. Schmeißen wir das jetzt auch mal an. So läuft's eigentlich recht gescheit. Wie vielte ist das dann eigentlich? Die vierte oder die fünfte? Müssen wir mal schauen.
Wie gesagt, so läuft es ja einigermaßen. So, läuft schon. Ich dachte. Na gut, ist aber natürlich auch nicht unbedingt das Schnellste. So echt ein bisschen lame. Da kann auch erstmal nichts passieren. Hier haben wir dann noch ein relativ gutes Verhältnis. Jetzt fängt es hier natürlich an dünn zu werden, was die Kabel angeht. Dann können wir mal direkt nachbessern. Der Redstone müsste schneller kommen. Das ist mal ein gutes Verhältnis so. Läuft doch sehr, sehr gut. 2, 4, 6. Fast 8 Stacks fertig. Vielleicht sollten wir mal gucken, wie weit wir hier kommen.
Dann bauen wir uns das Panel. Oh. Da fror mal kurz das Bild ein. Jetzt geht das wieder los. Jeden Abend. Hat es sich jetzt komplett weggehängt? Nein, hat es nicht. Müssten wir den... Boah, jetzt komm schon. Wenn ich mal aufladen gehen. Fump. Ja, läuft nicht, wahrscheinlich weil es Nacht ist. Ja, da kommt das Tin halt nicht so schnell hin. Da kommt das Tin nicht so schnell hin. Der ganzen Sache ein wenig unter die Arme greifen. Ein bisschen weniger, dann haben wir
Dann kommen da wenigstens mal welche rein. Müsste auch mal einen Ticken schneller gehen hier. Haperte es doch erst an den Batterien. Eben kurz anhalten hier. Können wir eigentlich mal eben stoppen?
Kiste schon halb leer. Gerade einen Retweet bekommen. So, sind, haben wir jetzt 8. Oh, wir haben sogar mehr. 2, 4, 6, 8, 9 und ein bisschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und so. Guck mal. Würde ich ja am liebsten fast schon hingehen und mir die Maschinerie mal anhalten. Das Ding aus. Kann ruhig eigentlich noch eine Runde voll laufen. Na komm. So noch so ein paar Batterien machen. Da fliegen sie raus. Hier werden sie gebraucht. Können wir auch erstmal so laufen lassen. Und bauen wir uns das tolle Teil. Low Voltage. Medium Voltage. High Voltage.
Dann wollen wir mal gucken, wie sich das da so integriert. Wahrscheinlich werden wir da jetzt noch ein Blöckskin rausrupfen müssen. Geht das eigentlich von der Lautstärke? Sollte eigentlich, ja. Oh, Kabel. Habe ich noch Kabel? 1, 2, 3. Das ist das vierte, also. Habe ich noch Kabel? Bin dann sowieso hier drin. Haben wir sogar. Bams. Tja, nächste kommt dann wieder hier hin. Und so weiter. Und so fort. Unser Massenfabrikator müsste jetzt eine utopische Arbeitsgeschwindigkeit an den Tag legen. Müssten wir irgendwie noch mal was drum machen. 64, 29. So, was geht hier? Ist es Nacht oder was ist los? Ja, natürlich. Vielleicht sollten wir auch mal eine Uhr aufhängen. Das könnte mal ganz nützlich sein. Ich dann mal wüsste, wie das noch geht. Eine Uhr. Ach so, Gold und ein Redstone. Vier und ein Redstone. Hängen wir das dann da einfach mal so drüber, würde ich sagen. Das muss ich in den Bilderrahmen packen dann, ne? Richtig. Wie war das denn nochmal? War das nicht mit Leder? Tja. Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Kein Rahmen. Weil wir brauchen eigentlich nur ein... Wie war das denn? Rahmen. Stöckes und ein Leder. Dann müssen wir wohl unten mal gucken gehen, ob wir hier nicht ein Leder finden. Das habe ich aber auch noch gar nicht wieder nach dem Massenfabrikator geguckt. Wie der sich denn so schlägt. Beziehungsweise auch,
Ob denn die MFSUs endlich mal aufgefüllt werden. So. Leder, danke schön. Na komm schon. Tja, das ist der Vorteil, wenn hier noch nichts fertig ist. Ich sogar zwei Leder. Hier so. Ne? Wenn wir denn dann mal hier so stehen, dann wissen wir immer, wie spät es auch ist. Das ist doch sehr schön. Mieten am Dach. Mietet ein Basalt, kann ich ja auch nichts anfangen. Ne? Aber mal gucken, wie er hier läuft. Da ist also schon so richtig Speed. Wir müssen das hier wirklich noch irgendwie verkleiden. Mal gucken, wie wir das dann machen und ob wir vielleicht durch so ein Cover noch durchgucken können. Müssen wir mal schauen. Wie sieht meine Rüstung aus? Eigentlich soweit noch ganz gut. Ultimate Lapick. Lass das doch einfach. Lass die doch da oben drin. Ich weiß gar nicht. Wo kann man die denn da nicht reintun? Da kann man dann Energie zuführen, glaube ich. Aber was ist das hier? Kann man da vielleicht noch so ein Lapotron-Kristall reinschmeißen? Der dann vielleicht noch mehr Energie da rein tut oder vorhalten kann. Wer weiß es schon. Jetzt haben wir noch ein so ein Rähmchen. Knallen wir das mal hin. War hier hinten nicht irgendwo eins fehlend? So viele Kisten. Alle noch gar nicht angeschlossen. Wie viele Items wir hier hätten schon unterbringen können. Hau mal Ding da ein.
Wir sollten nochmal gucken gehen, was denn hier die Maschinerie so treibt. Mammut. Natürlich. Machen. Bisschen flotter gehen hier. Haben wir sogar schon fast 2 Stacks voll da. Das ist doch mal sehr nice. Dann müssen wir Medium Voltage Transformatoren noch bauen. Wir brauchen 8 plus 1, 9 also. Es geht voran. Nimm die, nimm.
nächsten Mal mal gucken, dass wir das irgendwie... quitt kriegen. Ja. Kommt dann nämlich von der Seite auch nichts mehr nach. Jetzt wird noch ein wenig gehackt. Es ist schon wieder Nacht. Hinein. Oink. Wir hatten noch irgendwo hier... noch so richtig viel Marmor aufgetan. Ich weiß nicht, war das hier? Oder glatt mal gucken, wo wir hier weitermachen. Oh, hallo. Was haben wir denn alles Schönes? Eisenbarren. Tin. Kupfer. Tin, Eimer. Faden und Schwarz. Oh, guck mal da. Ein Büterkern. Schweinesattel. Weizen und... Meloi. Ob hier wohl irgendwie so eine Goldader sich durch den Berg zieht. Es geht da sogar noch weiter. Eigentlich wollte ich ja Marmor sammeln.
Das mit dem Kobbel ist auch gar nicht so verkehrt. Den werden wir auf jeden Fall auch weiterhin noch beim Bauen von Solarpanelen benötigen. Oh shit. Merkwürdig. Das hat hier schon alles die Konsistenz von einem gediegenen Schweizer Käse. Sonst weiter nichts. Uff. Aber wo waren wir hier noch unterwegs? Es war irgendwo hier rechts, meine ich. Bin ich mir ganz sicher. Hier war es. Irgendwie scheint die Spinne nicht wirklich weit gekommen zu sein. Oh oh. Das ist ein riesiger Lavasumpf.
Unfassbar. Kein Platz mehr. Sollen wir doch glatt zurückwarpen. Tja. Das ist ja nicht Warp, sondern Home inzwischen. Wie gesagt, den ganzen Kobbel, den schmeißen wir mal hier rein. Tin. Immer gern genommen, Tin. Ich fürchte, das wird nicht reichen. Was ist denn da? Aber so goldmäßig hat es sich ja gelohnt, da muss man sagen. Müssten eigentlich in die kleine Pyramide. Reicht alles nicht hier. Ganzer Platz. Viel zu wenig. Viel zu wenig davon. Warum ist hier eigentlich so viel Uran drin? Das ist ja utopisch. Da ist ja noch mehr. Runter. Da hinten, wie gesagt, war ja noch irgendwo das Geblubber. Na, guck mal. Hier haben wir sogar noch eine schicke Kiste über. Minenwagen. Warum hatte ich die denn vorher noch nicht gesehen? Bronze Pickaxe. Wir nehmen den Quatsch jetzt einfach mit rüber. Die kleine Pyramide. Oh, guck mal, hier ist ja noch eine Kiste. Oh. 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 Verzaubertes Buch. Müssen wir hier mal in die da unten ein bisschen Kies reinhauen. Wir haben ja hier genug. Da haben wir ja genügend. Hilft, glaube ich, alles nichts. Müssen wirklich rüber in die alte beziehungsweise in die erste Pyramide, die wir gebaut haben. Schmeißen wir das alles mal hier in den Vorlauf rein.
Koks müssen wir auch mal gucken, was wir da machen. Schweinesattel. Wenn dann schon so rum. Korn, Brot, Scheiben. Schienen. Oh ja, hier. Hier hatten wir noch ein paar Schienen gebunkert. Wofür auch immer. Was wir mit der Schallplatte machen. Uran da rein. Oh, 4 Diamantblöcke. Das Ding rennt auch hier wie Sau. Wir sollten trotzdem mal gucken, was denn noch so jetzt an Ressourcen rausgefallen ist. Refined Iron. Eisen an sich. Ich habe Gummi. Also ein bisschen. Könnte mehr sein. Naja, hier sogar noch dann eine Menge Quatsch immer wieder behalten. Werkzeuge. Wir finden natürlich auch so viel. Brauchen wir ja alles gar nicht. Mal hier gucken, was hier in dem Orangen. Oh. Innenausstattung. Zwei Cinnabar Ohr. Trotzdem noch warten müssen.